Ja Leute, was geht ab, euer Beats? Heißt euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute gibt es mal wieder eine Runde Lucky Race. Ich werde auch ein bisschen über Gamescom und über mein Real Life sprechen. Was das Ganze auf sich hat, seht ihr jetzt in diesem Video. Daumen nach oben, falls euch das gefällt. Viel Spaß! Ich werde jetzt versuchen, so viele Coins wie möglich zu setzen. So viele, wie ich noch nie in meinem Leben gesetzt habe, Leute. Wie viel schaffen wir? Leute, neuer Rekord. Ich bin bei... Moment, wie viele Coins habe ich gesetzt? Wir müssen das Ganze gucken. 217 Coins, Alter. Hammerhart. Das ist schon fresh. Nee, aber ich habe wirklich noch nie so viele Coins gesetzt. Hammerhart. Gut, wir spielen eine Runde Lucky Race, hatte ich ja schon angekündigt. Und ich nehme das Ganze, ich weiß gerade gar nicht, wann ich es aufnehme von euch aus gesehen, weil es kommt immer an verschiedenen Tagen, keine Ahnung. Das ist nämlich ein vorproduziertes Video für, oh mein Gott, ich will meine Spitzhacke wieder. Hey, hallo, das ist ein vorproduziertes Video für die Gamescom und das werde ich auch in Köln dann schneiden, im Hotel wahrscheinlich oder so, während ich dort bin. Und ich habe dort auch ein paar Termine und so weiter und so fort. Und ich habe da gar kein Intro-Video zu gemacht. Oh, mein Lucky Wolf ist gestorben. Ich wollte ihm die Qualen nicht mehr antun und habe ihn getötet. Gut, auf jeden Fall möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen darüber reden. Kann auch sein, dass es einfach später kommt, also während die Gamescom schon läuft. Aber es sind trotzdem ein paar Infos. Und ich denke, das wird euch auch interessieren. Vor allem, weil ich über mich im Real Life so ein bisschen spreche. Und über die ganzen Sachen, die ich schon öfters genannt habe. Aber ich will da nochmal extra zu ein Video machen. Weil halt jetzt dieses Event vor der Tür steht, Leute. Ich hoffe, das akzeptieren alle. Aber es ist sowieso, denke ich mal, sehr interessant für viele. Deswegen, ja, hört einfach ganz gut zu. Und ansonsten werde ich gleich noch weitere Videos aufnehmen, die ich dann hoffentlich auch alle noch schaffe, überhaupt aufzunehmen, weil wir schon relativ spät haben. Und das alles noch fertig gemacht werden muss. Ich bin wie immer sehr spät dran. Aber das kennt man von Beats, das ist eigentlich immer dasselbe. Und ja, ich habe auf jeden Fall richtig coole Sachen noch am Start, die jetzt noch kommen, während ich auf der Gamescom bin. Also coole Videoideen, generell coole Videos. Lucky Quiz wird wahrscheinlich noch kommen. Lucky Loot hoffentlich auch noch. Und es wird ein richtig krasses Ego-Battle geben. Und ja, Leute, also da kommen coole Sachen auf euch zu, während ich auf der Gamescom bin. Das erste für Videos ist gesorgt. Da werde ich auf jeden Fall hoffentlich jeden Tag ein Video bringen können. Ich gebe wirklich mein Bestes jetzt noch, dass ich das schaffe, wirklich so vorzuproduzieren, dass ihr dann jeden Tag ein Video kommt. Das wäre mein Ziel. Und ich hoffe, ich schaffe dieses Ziel auch dann letztendlich... Ach, okay, zu erreichen. Und die sind beide gestorben. Wunderbar. Ja, das war das erste. Also vorproduzierte Videos, kann man das abbauen? Ja, man kann es mitnehmen. Sehr schön. Okay, hier liegt sogar noch ein Bogen. Und hier ist noch ein kleiner Mini-Randy. Den töten wir jetzt auch. Oder schmeißen ihn aus der Welt. Oh, ne, er hat sogar... Nein, der Helm ist einfach runtergefallen. Das gibt es nicht. Gut, weiter geht's. Also das war das erste vorproduzierte Video. Dafür ist gesorgt. Das zweite ist eigentlich, wenn ich auf der Gamescom bin, was passiert da, Leute? Ist bei mir ja ein bisschen was anderes. Ich bin ja jetzt nicht so ein YouTuber, der sagt, yo, wenn ihr mich seht, oder doch, ich sag's einfach mal, wenn ihr mich seht, labert mich an. Die Frage ist, wie wollt ihr mich sehen, ne? Ist ja klar, und das war unser erster Tod, glaube ich sogar. Ist ja klar, ihr könnt mich nicht erkennen. Also sehr, also einfach so an meinem Aussehen geht halt nicht, weil ihr nicht wisst, wie ich aussehe. Das ist das Erste. Ich werde trotzdem mit Abonnenten reden und so. Das habe ich auch in den letzten Videos vor kurzem schon gesagt. Das bräuchte ich eigentlich nicht erwähnen. Ich mache es trotzdem noch einmal, falls es jemand nicht gehört hat. Also, falls jemand meinen Merch dort tragen wird und ich das sehe, werde ich euch safe ansprechen, weil das ist einfach um mich zu bedanken. So, also, keine Ahnung, ich werde euch dann ansprechen und dann werden wir ein bisschen plaudern. Weil wenn ihr meinen Merch trägt, werdet ihr mich auch safe kennen. Und ja, das wird dann hoffentlich auch klappen und dann werdet ihr auf jeden Fall safe von mir angesprochen, wenn ich euch sehe natürlich, ne? Und das ist das Erste, so könnt ihr mich halt sehen, das habe ich aber schon gesagt, das ist jetzt nichts Neues. Und ja, weitere Sachen, Leute, ich bin ja nicht alleine dort, ne? Ich laufe ja nicht komplett alleine da rum und mache was weiß ich was, nichts. Ich bin ja auch mit anderen YouTubern da und deswegen ist das halt so, dass ihr mich im Prinzip auch durch andere YouTuber kennen könnt. Durch Ben jetzt größtenteils, weil ich eigentlich fast nur mit Ben da unterwegs bin. Natürlich werde ich auch mit den einen oder anderen YouTubern chillen da, je nachdem wer da ist. Fabo sicherlich oder so. Aber ja, hauptsächlich Ben, weil ich halt mit ihm auch im Hotel bin und so weiter und so fort. Oh mein Gott, da ist TNT. Schnell weg hier. Ey, er sprengt den Typen weg. Ne, der hat keinen Schaden bekommen, schade. Und ja, das ist halt dann so, oh, da ist schon wieder TNT. Das gibt es nicht. Da könnt ihr mich im Prinzip dadurch erkennen. Und es gibt noch verschiedene andere Sachen. Also ich weiß zum Beispiel, Ben, er hat sich da quasi beworben oder Bescheid gesagt, dass er eine Autogrammstunde auf der Gamescom haben will. Und da hätte ich, glaube ich, im Prinzip das Gleiche machen können, aber ich habe mich da nicht drum gekümmert oder so.
ich brauche das auch nicht unbedingt, mir ist es relativ egal. Und ich habe keine Autogrammstunde auf der Gamescom, ist hier irgendwo das Ziel? Oh, hier ist noch ein Block, hier ist noch ein Block, hier ist noch ein Block. Oh nein, und können wir das abbauen? Ja, wir haben die noch bekommen, die Potion. Alter, richtig nice. Okay, wir haben sogar noch ein paar gute Sachen bekommen. Das ist fresh. Dann müssten wir uns jetzt erstmal... Oh mein Gott, wir können sogar uns noch eine Hose craften. Okay, wir müssen uns aber schnell beeilen, sehr schnell beeilen sogar. Ja, also zu der Autogrammstunde, ich habe keine auf der Gamescom, aber ich denke, ich werde da neben Ben einfach chillen oder so, wenn ich nichts anderes zu tun habe natürlich. Das weiß ich noch nicht. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Der wird uns jetzt, denke ich mal, killen. Aber egal, wir geben unser Bestes. Ich habe auch einen Poopstick, mein Freund. Oh fuck, okay, wir werden jetzt unseren ersten Tod bekommen. Das ist schade, den werden wir, denke ich mal, nicht bekommen. Aber er hat uns von hinten ein bisschen angegriffen. Oh, er ist sogar doch low. Ja, wir haben ihn. Alter, das gibt's nicht. Wir haben ihn bekommen. Was ist das? Eine Instant X. Okay. So, dann nehmen wir das noch hier unter. Wir müssen uns jetzt mal ein bisschen konzentrieren und die Sachen unternehmen, die wir brauchen. Okay, das sollte es, denke ich mal, gewesen sein. Alles klar. Und ja, ich werde aber, denke ich mal, daneben, wenn chillen oder so, falls ich Zeit habe, habe ich ja gerade schon gesagt. Und ja, ihr werdet auch generell, denke ich mal, mehrere Chancen bekommen, um mich irgendwie zu sehen oder mit mir zu sprechen. Das war letztes Jahr genauso und letztes Jahr hatte ich gerade mal 20.000 Abonnenten. Also, was ist gerade mal, war natürlich viel, aber im Gegensatz zu jetzt halt weniger. Und ja, das wird auf jeden Fall klappen, Leute. Ich habe aber Autogrammstunden am Samstag um, keine Ahnung, wie viel Uhr, zwei verschiedene Uhrzeiten. Ich glaube 12 bis 13 Uhr oder so und 17 bis 18 Uhr, also verschiedene Zeiten. Bei den Videodays allerdings und nicht bei der Gamescom ist mal wieder was anderes, aber ist trotzdem fresh und falls ihr da seid, ja, könnt ihr mich dann auch an einem Stand bei den Videodays treffen, wo ich dann halt Autogramme unterschreibe und dort sitzen werde. Ob ich Bilder machen werde, keine Ahnung, ob das was bringt. Das Ding ist nämlich, ich werde da mit einer Maske sitzen, Leute. Ich habe da schon eine coole Maske, die passt auch sehr zu mir, muss ich sagen. Und ja, das ist dann halt das Ding. So machen wir das dann, Leute. So machen wir das. Oh, und der ist, glaube ich, low, oder? Kriegen wir den? Oder die Regeneration von ihm? Komm, ich will die Regeneration. Ich will die Regeneration. Ja, wir haben die Regeneration. Wunderbar. Hat geklappt, unser Plan. Jetzt müssen wir aber vor dem hier weg. Das Problem ist, hier liegt überall Schnee. Und da bringt uns doch unser Feuerzeug auch was. Okay, der laggt jetzt. Oh. Komm, den holen wir uns jetzt auch. Also da könnt ihr mich im Prinzip auch antreffen, das ist dort möglich. Und sonst, ja keine Ahnung, ich bin an allen Tagen da. Ihr werdet mich safe irgendwann mal, wenn ihr wirklich öfters da seid und nur ein bisschen Glück habt, werdet ihr mich dann auch dort sehen. Ich denke mal, wir werden auch vielleicht was auf Twitter oder so posten, dass wir dort und dort sind. Und ja, viele fragen mich dann auch so, hä, ja okay, du sagst jetzt, du willst gern mit uns reden und du hast nichts dagegen, wenn wir dich dann sehen auf der Gamescom, warum machst du dann keine Facecam, warum zeigst du dich denn dann nicht? Ja Leute, das hat einen bestimmten Grund, ich will mich noch nicht zeigen in der Öffentlichkeit, das heißt also vor so vielen Leuten auf YouTube. Ihr müsst überlegen, wenn ich ein YouTube-Video hochlade und ich würde jetzt quasi ein Video hochladen, wo ich das erste Mal Facecam bringe, das wird nicht nur 20.000, 30.000 Klicks bekommen, Leute. Oder 40.000, 50.000 wie meine Videos. Wenn ich mich das erste Mal zeigen würde, ist das halt quasi, ohne mich jetzt zu pushen oder so. Hier liegt übrigens noch eine Potion. Gladiatoren-Potion, Alter, die haben wir hier liegen lassen. Jetzt haben wir sie allerdings. Ohne mich jetzt pushen zu wollen oder so. Aber es ist einfach so, dass dann halt jeder wissen will, wie ich aussehe. Ist halt so. Mich haben so viele Leute abonniert und da sind dann halt so viele dabei, die wollen halt wissen, wie ich aussehe. So, ist ja kein Problem, ist ja vollkommen verständlich. Und das würden dann halt locker, wenn ich mich zeigen würde. Ich will nicht übertreiben oder Scheiße labern oder so. Aber das werden, ne, safe über 100, 150.000 Leute sehen. Und das ist natürlich sehr viel, Leute, sehr viel. Und das ist ein Unterschied. Alter, hammerhart, wie hoch wir geflogen sind. Es ist ein Unterschied, wenn mich 150.000 Leute in einem Video sehen, was immer wieder aufrufbar ist und so weiter. Und dann halt als Gegensatz, wenn mich eine Person auf der Gamescom sieht und mir Hallo sagt. Ja, ist, ihr merkt den Unterschied, ne? Ist halt einfach nicht schlimm. Mir ist es auch vollkommen Wayne, dass Leute wissen, wie ich aussehe. Ich will nur nicht in der Öffentlichkeit ja, stehen, noch nicht zumindest, Leute, habe ich ja schon öfters gesagt. Und deswegen, ja, Alter, wir müssten mal aufpassen, dass wir überleben. Ich will, Moment, die Gladiatoren-Potion. So, die sollte jetzt erstmal reinhauen. So, warte mal, den boosten wir jetzt erstmal weg. Ich will unsere andere Potion, ich will die ganzen anderen Potions noch benutzen. Ja, aber ich will mir noch die Potion gönnen.
Instant Epicness. Was bringt uns das hier? Okay, die war gut. Alter, die hat ein paar Stärke dazu gebracht. Hammerhart, den haben wir sehr gut erledigt. War eine richtig krasse Runde, Leute. Einfach so, während ich ein bisschen über das Thema gelabert habe, eine richtig krasse Runde rausgehauen. Und ja, jetzt nochmal als Abschlussworte, dann auf Twitter posten oder so, dass ihr dann mich dort sehen könnt und so weiter. Dann wisst ihr Bescheid. Also folgt mir alle auf Twitter und auf Instagram. Dort werde ich vielleicht auch Bilder posten oder so. Ich heiße dort überall The Beats, wie auch hier auf YouTube. Da werdet ihr mich auf jeden Fall finden, Leute. Keine Angst, ihr werdet mich finden. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein, habt einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch was. Ciao.